München, gestern am Viktualienmarkt, fast menschenleer. Heute ist der 75. Tag seit dem ersten Corona-Fall in meiner sonst vor Lebensfreude strotzenden Stadt. Als Betreiber des YouTube-Kanals Wasserfakten präsentiere ich Ihnen heute meinen Faktencheck zur Corona-Pandemie. Und am Ende werden Sie wissen, was das mit meinen früheren Feiertagsvorträgen zu tun hat. Irgendwann im Winter 2019 hat wohl der erste Infizierte eine dem Rest der Welt eher ekelhafte chinesische Delikatesse der Gattung Fledermaus auf einem Markt in Wuhan verspeist und hat sich dabei als erster Mensch das neue SARS-CoV-2-Virus eingefangen. Vielleicht ist es auch in ihm erst mutiert. Am 7. Januar 2020 jedenfalls gab die Wissenschaft dann den Namen des neuen Coronavirus bekannt, das am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019 als Überträger einer neuen Lungenkrankheit identifiziert worden war. Am 25. Januar feierten dann die Chinesen doch noch den Beginn des Jahres der Ratte, ein Tier, das hier in München noch aus den Jahren der Pest einen schlechten Ruf hat. Zwei Tage später wurde der erste Infizierte in meiner Heimatstadt bestätigt. Und seitdem prasseln beinahe stündlich schlechte Nachrichten auf uns herein. Menschenansammlungen ohne Schutzkleidung wurden tabu. Moscheen und Kirchen gesperrt. Und ein ungarischer Politiker namens Orban sah seine große Stunde gekommen und forderte mehr Macht, weil angeblich nur die Politik die Krise bewältigen kann. Mit totalitärer Macht. Fast noch schlimmer als eine Pandemie, aber genauso wahr. Und so stehe ich hier leider allein in einem Studio und nicht im menschenleeren Olympiapark. Aber in Deutschland finden aktuell 74% der Bevölkerung die Corona-Ausgangsbeschränkungen der Behörden gerade richtig. Obwohl die Münchner Polizei sogar verboten hatte, allein auf einer Parkbank sitzend ein Buch zu lesen. Offenbar lassen sich die Bürger inzwischen so verängstigen, dass sie das zum großen Teil akzeptieren. Aber der Politiker, der diesen Blödsinn aus der Welt geschafft hat, ist jetzt trotzdem oder gerade deswegen inzwischen der beliebteste in ganz Deutschland geworden. Man darf wieder auf einer Parkbank Bücher lesen. Am liebsten natürlich eins von mir. Nur selten und ohne große Ovationen packt jemand seinen juristischen Werkzeugkoffer aus und fordert die hart erkämpften Bürgerrechte der Verfassung zurück. Ich bin gespannt, was die Richter des Bundesverfassungsgerichts in einigen Jahren dazu sagen werden, falls sie sich dann überhaupt noch versammeln dürfen, ohne dass ein Wachtmeister vorbeikommt. Andererseits gibt es Befürchtungen, dass die bisherigen Beschränkungen nicht ausreichen. Und das Oktoberfest müsste man sowieso absagen, weil dann ja auch noch die sogenannte Wiesengrippe dazukommen könnte. Der Gedanke liegt auf der Hand, dass man Bierzelte auf unserem größten Volksfest der Welt auch als Notfallkrankenhäuser nach dem erfolgreichen chinesischen Vorbild bereithalten könnte. Auch die leerstehenden Fußballstadien könnten dafür in wenigen Tagen umgebaut werden. In Hannover zum Beispiel wurde das Frühlingsfest bereits abgesagt. Und stattdessen, auf dem Messegelände, wurde bereits ein Behelfskrankenhaus genau nach dem chinesischen Muster erbaut. Mit modernen Desinfektionsduschen für die Mitarbeiter zum Beispiel. Es gab eine eindrucksvolle Schaltkonferenz mit Professor Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover. Da haben die führenden chinesischen Fachleute am 28. März 2020 die klaren Vorteile ihrer Behelfskrankenhäuser dargestellt. Im Unterschied zur anfänglichen Politik in Deutschland, wo Infizierte mit geringer Krankheitsausprägung überhaupt nicht in Krankenhäuser aufgenommen wurden, weil man die wenigen Plätze dort aufsparen wollte für Ernstfälle. Dagegen gibt es in China zwei grundlegend andere politische Konzepte. Kein Infizierter wird allein gelassen und keiner bleibt unbehandelt.
Denn die Gefahr einer Ansteckung potenziert sich in der häuslichen Quarantäne enorm. Jeder scheinbar harmlose Einzelfall kann dann nämlich viele Ernstfälle hervorrufen. Was uns sonst noch von China unterscheidet, wie hier in Wuhan und am Flughafen von Shanghai, nicht nur Menschen werden aus dem öffentlichen Raum ausgesperrt. Auch das Virus selbst wird im öffentlichen Raum nicht geduldet, weil man die Menschen auf Dauer sowieso nicht aus dem öffentlichen Raum aussperren kann. Bei uns sind solche Maßnahmen bislang jedenfalls nicht sichtbar. Man hält sie offenbar für Blödsinn, weil das Virus ja nur maximal 9 Stunden auf Oberflächen überleben kann. Aber 9 Stunden auf einem Flughafen ergeben eine verdammt hohe Kontaktrate. Vor allem dort, wo immer noch gearbeitet werden soll und manchmal muss. Schon am 12. Februar wurden Fabrikarbeiter in Zentralchina systematisch durch Desinfektionsschleusen geführt. Ein Schutzanzug schützt nämlich zwar den Träger vor der Infektion, aber nicht den, der den Schutzanzug von außen anfasst. Deswegen muss er auch von außen desinfiziert werden. Auch und besonders dann, wenn man ihn ausziehen will. In China, in Korea, sogar in Dubai wurden Straßen systematisch desinfiziert. Hier sieht man, wie eines der reichsten und autoritärsten Länder da vorgeht. Gewöhnen Sie sich an den Anblick und hoffen Sie darauf, zu den Auserwählten zu gehören, wo überhaupt genügend Geld für sowas da ist. Reich oder arm, bitte zahlen Sie Bargeld los, heißt es bei uns inzwischen. Anders machte es der chinesische Staat schon am 26. Februar. Aber bei uns waren ja Desinfektionsmittel schon für Krankenhäuser und Arztpraxen Mangelware. Also ich habe genug davon. Nicht Geld, sondern Desinfektionsmittel. Ein Euro-Rettungsschirm der besonderen Art, damit das Bargeld nicht auch noch in Quarantäne muss. Überall werden Verkehrsmittel desinfiziert. Muss ich Ihnen erklären, warum ich in München nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will? Weil nichts dergleichen zu sehen ist. Wir haben ja nicht mal mehr Landarbeiter, die Kartoffeln aussäen oder Spargel stechen. Weil wir einer Nieten-in-Nadelstreifen-Just-in-Time-Wirtschaft ausgeliefert sind, die weder Arbeitskräfte noch Waren auf Vorrat hält. Wer soll denn öffentliche Verkehrsmittel desinfizieren? Etwa die Beamten und Manager im Homeoffice? Die Leute dürfen bei uns in Bayern ja theoretisch schon noch in die Arbeit fahren, aber besser mit dem Privatauto. Aber viele Firmen haben ja sowieso schon dicht gemacht. Da muss niemand mehr in einen verdreckten Bus steigen. Das Kurzarbeitergeld, das zahlen künftige Generationen. Und der Finanzminister, der immer schon die schwarze Null gehasst hat, der intoniert nun munter das Liedchen. Schuld war nur die scheiß Corona, was kann ich dafür? Denn wenn einer das Corona nutzen kann, fängt für mich die Karriere an. Manchmal wünsche ich mir einen Macher wie Helmut Schmidt zurück. Der war wenigstens ein Helden, Maskenträger und keine Fernsehansprachen-Heulsuse mit einer Maske einer Physikerin. Hier, ein Kindergarten in der chinesischen Industriehauptstadt Guangzhou, nahe Hongkong. Auch dort bekamen einige meiner chinesischen Freunde Tote im Familienkreis. Aber es wird sichtbar, was getan dort vom Staat. Du hängst nicht nur in deiner Behausung rum, sondern siehst das, was getan wird. Hier in Seoul am 27. Februar. Die Lebensmittelmärkte haben aus dem Fall Wuhan gelernt und desinfizieren. Armut kann man nur so lange ignorieren, wie sie nicht ansteckend ist. Hat jemand in Europa schon jemanden gesehen, der Elendsquartiere desinfiziert? In Fernost tun sie das. Hier, Südkorea und Libanon. Man desinfiziert das Parlament. Im Deutschen Bundestag hat man andere Methoden zur Verteidigung der gewählten Abgeordneten. Unsere Kanzlerin wäscht sich genauso wie Donald Trump
die Hände keineswegs in Unschuld, sondern mit Seife, die das Virus an seiner Fettschicht packt und killt. Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen. Sie hatte schon immer einen feinen Humor. Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen. Genau wie er. Gesicht zeigen. Nein! Muss man das unbedingt gegen Corona? Weil wir Europäer nichts davon halten, uns in der Öffentlichkeit zu verhüllen, bis die EU-Kommission die nationalen Befindlichkeiten austariert und übersetzt hat, sind die Europäer ausgestorben. Also ich habe zur Bedienung europäischer Maskenbedenkenträgerinnen und Bedenker die verhüllungslose Maske gegen das behüllte Virus erfunden. Ansonsten ist es nämlich scheißegal, welche Barriere man Infizierten entgegensetzt. Hauptsache, man tut es. Die eine Barriere ist sicherlich wirksamer als die andere, aber jede ist wirksamer als keine, vor allem die ganze Scham vor der Verhüllung. Ja, wir Europäer, wir ticken umgekehrt als der Rest der Welt. Die schämen sich für Verhüllung nicht, aber meine Landsleute schon. Ich schäme mich auch und laufe nicht so gern so rum. Aber eigentlich bräuchte man zurzeit etwas, was wir alle hassen und so richtig dschihadistisch aussieht. Aber dieses Politthriller-Drehbuch von vor 8 Tagen muss ich Ihnen einfach nur vorlesen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte in einer Pressekonferenz, dass er dafür noch keine Notwendigkeit sehe. Er nannte es aber ein gutes Signal, wenn Menschen sich freiwillig für einen Mundschutz entscheiden. Immerhin, die Nationale Akademie der Wissenschaften in Deutschland, Leopoldina, sprach sich schon am 3. April für den möglichst flächendeckenden Einsatz von Mund-Nasen-Schutz aus. Wegen der Knappheit echter Schutzmasken solle dieser Schutz vorerst durch improvisierte, selbstgemachte Masken oder durch Schals oder Tücher angestrebt werden. Ja, mein Gott, am heutigen Tag empfahl auch US-Präsident Trump, dessen Maske ich jetzt nicht mehr aufsetze, das freiwillige Tragen von Stoffmasken in der Öffentlichkeit. Er selbst werde aber keine tragen. Vielleicht ist er ja schon naturmaskiert. Der Maskenball der europäischen Politiker und ihrer virologischen Berater brachte mich fast in eine indikationslose Schnappatmung. Dabei war ganz klar, dass wir zu wenige haben. Und sie wurden sogar aus Intensivkrankenhäusern geklaut, wie Professor Welte von der MHH Hannover am 23. März beklagt hat. Was mich aber betrübt ist, dass auch in dieser Nacht wieder größere Mengen an wichtigen Schutzmaßnahmen gestohlen worden sind. Das gilt für Masken, für Desinfektionsmittel und für Schutzbrillen. Schon am 3. April war Weltes Kollege Professor Stoll vom offiziellen Bundesmaskenball narrativ abgewichen. Mit einem für Hannover ziemlich seltenen Humor. In Wochen oder Monaten weltweit sowas nicht mehr zur Verfügung steht, dann können wir nicht den Betrieb einstellen. Dann ist es vielleicht gut, wenn wir schon viele sorgfältig genähte, mit lustigen Motiven versehene Mund-Nasen-Schutz überall zur Verfügung haben. Und dann erst kurz vor Ostern ruderte die Regierung zurück. Masken sind jetzt viel, viel besser als gar nichts. Das sagt nun sogar Deutschlands wendigster Fernsehvirologe Christian Drosten. Und er empfiehlt ein Bastelmaskenrezept aus Hongkong, für das man nur eine Küchenrolle, Klebeband, Gartendraht und einen Locher braucht, den jeder brav seine Steuern erklärende Deutsche natürlich zu Hause besitzt. Den zusätzlichen Schießgummi kann man übrigens nach meinem eigenen Versuch durch Gartendraht ersetzen, damit die Wissenschaftler-Maskenträgerin Angela Merkel weiterhin von Virenschleudern sprechen darf, wird brav immer noch hinzugefügt, die Maske schützt nicht den Träger vor einer Infektion, sondern vielmehr die Menschen in der Umgebung des Trägers, sollte dieser infiziert sein. Stimmt es wirklich? Warten Sie einfach mal ab, bis sich das Maskennarrativ in den nächsten Tagen verändert.
Das duftet sogar nach Vanille. Habe ich noch nie gerochen. Selbst Angela Merkel wird wohl blass, wenn sie hören sollte, dass eine zehnlagige Klopapiermaske besser schützt als eine einlagige. Wenn es bei den Deutschen nämlich um die Wurst geht, dann beweisen sie meist mehr Instinkt als die Obrigkeit. Und hamstern hochwertiges Klopapier. Wem will man das vorwerfen? Der deutsche Hamsterhaushalt hat wohl sogar viel mehr Vorräte an Toilettenpapier, um sich ganz körperlich einzuwickeln. Die scheiß Deutschen wieder mal oberschlau, scheiß drauf. Es gibt wirklich hochentwickeltes und modisch akzeptable Ideen zur Maskengestaltung, die sicherer als Klopapier sind. Und was ist eigentlich mit unserem Militär? Die hatten doch mal sowas wie Gasmasken und Atemschutzausrüstung. Die sind offenbar gerade nicht verfügbar. Abflugbereit sind die nicht. Dafür haben wir Kitas und Kindergärten für Soldatinnen und Soldaten, die vielleicht jetzt auch zu Hause bleiben müssen, weil die Betreuung der Kinder dort wegen Corona geschlossen wäre, oder nicht? Oder so wie die sämtlichen Schulen und Universitäten. Also meine lieben Verteidigungsministerinnen, bitte im Krisenfall bloß nicht professionell werden. Etwas ganz Rührendes kommt dagegen aus Vietnam. Das ist das weltweite Schlusslicht an Corona-Todesopfern. Dort ist von 255 Fällen noch kein einziger bis heute Ostersonntag gestorben. Da haben Studenten Anolyt gespendet, um Kinder zu schützen. Anolyt? Kennen die meisten im Westen als Desinfektionsmittel überhaupt nicht. Aber es wurde bei vielen Anti-Corona-Schutzmaßnahmen weltweit verwendet, weil es billig und bioverträglich ist. Anolyt ist nichts als elektrochemisch aktiviertes Wasser aus Elektrolyse. Sehr einfach herzustellen. Tötet praktisch alle Keime, einschließlich SARS-CoV-19, in wenigen Minuten. In Fachkreisen ist diese Wirkung grundsätzlich weltweit seit Jahrzehnten bekannt. Ich selbst habe in meinen Büchern schon viel, aber anscheinend nicht genug darüber geschrieben. Es gab ja auch noch keine Pandemie, dass mir das so wichtig erschienen wäre. Aber jetzt muss ich doch darauf hinweisen und die Vorteile ein bisschen deutlicher machen. Also das Ganze wird aus Wasser, Salz und Strom gemacht. Wasser, H2O, hat zwei Seiten, eine, die den Zellen hilft und Leben spendet, den Wasserstoff, und eine Sauerstoffseite. Die vernichtet Keime und schützt daher gegen Infektionen. Die eine nennen die Russen lebendes Wasser, die andere totes Wasser. Kurz Katholyt und Anolyt. Beide Sorten von Wasser kann man durch eine einfache Membranelektrolyse aus Wasser erzeugen. Wenn man Salzwasser nimmt, also Wasser mit Natriumchlorid, bekommt man besonders starkes, wirksames Anolyt, das wirklich alle Keime in Sekundenschnelle wegputzt. Das Prinzip von Anolyt, die sogenannte elektrochemische Aktivierung, kurz ECA, hat ein sowjetischer Ingenieur namens Witold Bachir 1975 als erster kapiert. Und Stanislav Aljochin, er hat federführend die medizinischen Aspekte der Entdeckung aufgeklärt. Ich habe das in meinem Buch über elektroaktiviertes Wasser, das Sie über die Linkliste am Ende dieses Vortrags herunterladen können, ausführlich dargestellt. Das ist hochinteressant. Witold Bachir hatte die Grundidee der elektrochemischen Aktivierung, die man heute kurz ECA nennt. Und es haben sich über 1000 sowjetische Forscher in Dissertationen damit beschäftigt. Und hier sehen Sie zum Beispiel die Teilnehmer einer der ersten Konferenzen dazu. Darunter neben Stanislav Aljochin und Dina Gittelmann für die medizinische Seite, einer der Gründer der Firma Envirolight, Herr Ilchenko. Envirolight ist heute eine der wichtigsten Firmen beim Thema Desinfektion auf der Welt, mithilfe von elektrochemisch aktiviertem Wasser. All diese Leute haben Großartiges geleistet. Aber sie hatten ganz selten nur Erfolg im Westen. Dina Gittelmann zum Beispiel verheiratete sich hier sogar bei uns in Deutschland, heißt nun Dina Aschbach, aber sie durfte nicht einmal als Ärztin arbeiten, weil ihr russisches Diplom nicht anerkannt wurde. In Russland ist sie hochberühmt. Ähnliches gilt für Bachirs Patente. Aber dennoch, das geistige Erbe dieser Wissenschaftler ist immens. Ich will jetzt nur auf das Anolyt oder tote Wasser eingehen, weil das in der Corona-Krise eine immense Bedeutung hat.
Und dazu sollte man wissen, mit welchen Waffen arbeitet eigentlich unser Immunsystem? Und vor allem, wie sorgt es dafür, dass diese Waffen nicht die eigenen Zellen treffen? Der gegenwärtige wissenschaftliche Erkenntnisstand ist, das Enzym MPO katalysiert die Umsetzung des in den neutrophilen Granulozyten gebildeten Wasserstoffperoxids, also H2O2, das ist ein Abfallprodukt aus dem Stoffwechsel. Das reagiert mit Chloridionen zu hochreaktiven Bakteriziden, hypochlorigen Säure, HOCl, kurz Hozl. Und die geht an die Oberfläche von Bakterien, Viren, Pilzen und durchlöchert der einfach die Zellwand der Erreger. Der Witz ist, dass dabei nur Biomoleküle innerhalb eines Radius von 0,1 µm zerstört werden. Und deswegen arbeitet Hozl, die hypochlorige Säure, ohne Kollateralschäden und präzise wie ein Scharfschütze. Und genau diese hypochlorige Säure, die der Körper für seine eigene Immunabwehr verwendet, das ist die wirksame Substanz im Anolyt. Anolyt ist also ein biologisches Desinfektionsmittel und wäre eigentlich die erste Wahl zur Umweltdesinfektion, vor allem wenn man es zum Beispiel vernebelt, anstatt die ätzende Chlorbleiche, die vielerorts noch zur Straßendesinfektion verwendet worden ist in dieser Krise. Denn für die Chlorbleiche braucht man Schutzausrüstung, weil die ätzend ist. Aber für Anolyt braucht man das nicht. Und das zur Desinfektion zu verwenden, das wurde schon von Sikorice vor über 20 Jahren geäußert. Anolyt ist weder hautreizend, noch werden Schleimhäute damit geschädigt. Ich kann es mir sogar in die Augen sprühen. Und es ist viel wirksamer als das Chlor in den Schwimmbädern. Das Chlordioxid wird da meistens verwendet. Also, diese Dinge sind bekannt, aber sie werden viel zu wenig gemacht und schon gar nicht bei uns. Bachir, der war mal ein Superstar und seine Patente sind ausgelaufen und inzwischen gibt es viele, viele Firmen, die das nachmachen, aber keiner geht eigentlich an die wirklichen Probleme ran, wie MRSA oder jetzt Corona. Nur wenige, zum Beispiel die in Vietnam oder in USA. Also wird man sehen. Hier ist ein Video aus den USA, aus Utah. Diese Chemikalie, die wir hier verwenden, ist Hypochlorsäure. Sie ist 50 mal stärker als Chlorbleiche, sagt hier der leitende Verwalter Todd Möhl, während er mit einer speziellen Sprühpistole sie ohne Eigenmaske benutzt. Aber HOCl ist bei uns in Europa überhaupt nicht erlaubt. Seit ein paar Tagen doch. Wir haben dazu eine Notverordnung benötigt, die erst vor wenigen Tagen national in Deutschland erlassen wurde. Nein, diese Notverordnung, die gilt doch nicht für Sie zu Hause oder für unterwegs oder in der U-Bahn oder im Bus. Nein, nein, da wo Sie als medizinisches Laienpersonal auf SARS-CoV-19 treffen könnten. Nein, nein, das gilt nur, damit die Arztpraxen nicht wegen Desinfektionsmittelmangel schließen müssen. Und die Krankenhäuser, was für ein Irrsinn. Die deutsche Regierung musste wegen der EU eine Notverordnung in Kraft setzen, damit überhaupt genügend solcher Mittel mit Aktivchloranolyt auf dem Markt verfügbar werden. Es gibt ja mindestens 100 Firmen auf der Welt, die sowas für Industrie und Landwirtschaft, für die Trinkwasserdesinfektion und Ähnliches schon ewige Zeiten erfolgreich auf dem Markt etabliert haben. Aber um Menschen zu desinfizieren, also keine Sachen oder Tiere, da bräuchte man in Europa allein für die erforderlichen Stempel mindestens 800.000 Euro, wie ich aus zuverlässigen Quellen weiß. Und nicht nur das, vor dieser Notverordnung brauchte man auch mehrere Jahre lang an Geduld. Nun gut, also seit wenigen Tagen kann man solche Desinfektionsmittel in 24 Stunden und noch dazu kostenlos zulassen. Ein europäisches Wunder dank Corona. Das Anolyt auch noch erwiesenermaßen gegen multiresistente Bakterien, Pilze, Sporen, Schimmel und selbstverständlich alle anderen Viren helfen kann, das interessiert gegenwärtig niemand bei uns. Im Augenblick kommt das Erbe der sowjetischen Geheimforschung jedenfalls zu einer unerwarteten Ehre. Allerdings darf sich offiziell immer noch kein Mensch und schon gar kein Laie damit desinfizieren. Haha! Die Notverordnung betrifft nur Oberflächendesinfektion. Aber möchte ich sagen, da macht endlich wenigstens
das so wie in allen Corona-Ländern, die was gemacht haben. Aber ich werde Ihnen zeigen, dass es in Deutschland ganz, ganz schlimm aussieht. Wir sind viel mehr betroffen, als es scheint und uns vorgemacht wird. Die Bundesregierung ist in ihrer Notverordnung absolut old-fashioned geblieben. Sie erlaubt nur die Oberflächendesinfektion. Was für ein Schmarrn! Und weil es funktioniert, muss man es machen. Und wie das jeder selbst machen kann, das ist eigentlich sonnenklar. Es gibt schon lange eine Reihe von Topfionisierern nach sowjetischer Bauart. Ich hatte schon 2004 meinen ersten gekauft. Da ist er noch. In Polen werden davon Tausende pro Monat verkauft. In Deutschland, wo Infektionshygiene bislang nur ein Randthema war, nicht mal mehr als einige hundert. Hier auf meinem Tisch stehen etablierte Geräte aus der Ukraine, die ich vor Corona eher als Museumsstücke angesehen habe. Auf dem Bild die einfache Doppelkammer eines koreanischen Modells. Man braucht wirklich nur Wasser, Salz, Strom und rund eine halbe Stunde Zeit, um sich Desinfektionsmittel mit hypochloriger Säure selbst herzustellen. Und dann füllt man es in eine kleine Sprühflasche um und dann kann man loslegen. Ich selbst bin natürlich ein bisschen komfortabler ausgestattet und benutze ein Gerät, wo das hypochlorhaltige Desinfektionsmittel als sogenanntes Super Acidic Water auf Knopfdruck herauskommt. Also solche sogenannten Wasserionisierer mit automatischer Salzzuführung, die sind in der Hauptfunktion natürlich zur Erzeugung von basischem Trinkwasser gedacht. Es gibt sie von Inagic aus Japan als sogenanntes Kangenwasser und von AquaVolta, an dessen Konzeption mit koreanischen und deutschen Partnern ich selbst mitgewirkt habe. Als wir das vor 6 Jahren entwickelt haben, da hat niemand im Traum daran gedacht, dass die Produktion eines Desinfektionsmittels mal mehr als ein Nice-to-have-Zusatzfeature angesehen werden könnte. Gut, das Ganze ist natürlich skalierbar. Wenn in der Industrie oder in der Landwirtschaft große Flächen desinfiziert werden sollen, wie Ställe, Hühnerställe, Schweineställe, da braucht man natürlich Tausende von Litern. Und zum Schutz vor Korrosion wird, weil ja Anolyt grundsätzlich erstmal sauer ist, macht man das auf einen neutralen pH-Wert durch eine bestimmte Mischtechnik und dann rosten die Anlagen nicht. Das nennt man dann Anolyt-neutral oder Anolyte. Hierfür gibt es in Europa, Amerika und natürlich ganz aktuell, ganz wichtig, in China Hochleistungsanlagen, die zum Teil Hunderttausende kosten. Aber diese ökologisch problemlose Desinfektion mit hypochloriger Säure ist inzwischen sehr gut etabliert. Es werden auch tonnenweise Anolyte-Produkte für den Einzelhandel abgefüllt. Wobei die Preise pro Liter aber erheblich schwanken und sogar ins Dreistellige raufgehen. Und man muss immer daran denken, dass Anolyte ein nicht besonders stabiles Chlorgemisch ist, das bald seine Wirkung verliert oder zumindest nachlässt. Daher denke ich, dass es besser ist, es sich selber herzustellen. Also, so viel zu dem Thema Corona und unserem Mangel an Desinfektionsmitteln. Es ist meiner Meinung nach eher ein Mangel an Zulassungsbehörden und deren Fleiß als eine Frage der Lieferbarkeit. Wir könnten den öffentlichen Raum, Schulen, Arbeitsplätze, natürlich auch unsere Wohnräume und Krankenhäuser, ja, auch uns selber viel besser desinfizieren, nach dem erfolgreichen Vorbild der Staaten, die darauf im Kampf gegen die Seuche schon gesetzt haben und besser dastehen als wir, dazu später noch. Nun, zunächst zu einem ganz heißen Thema. Mitte März 2020 veröffentlichte der amerikanische Bestsellerautor Dan Lee Dimke ein hunderttausende Mal angeklicktes Video, in dem er die Achillesferse des SARS-CoV-2-Virus entdeckt zu haben glaubte. Er verkündete, wenn sie an einem heißen Ort nur ein paar Minuten lang tief durchatmen, wird ein hoher Prozentsatz aller Coronaviren abgetötet, die zufällig in die oberen Atemwege eindringen. Und eine zweite oder dritte Atmungssession mit heißer Luft aus einer Sauna oder einem Föhn oder in der Wüste im Lauf von einer Stunde wird den Rest töten, denn das Virus ist hitzeempfindlich. Die Faktenchecker von Agence Presse haben herausgefunden, okay, der bezieht sich aber wissenschaftlich auf Studien, die sich aufs alte SARS-Coronavirus beziehen. Aber ich habe es mir alle angeschaut, diese Studien sind durchaus seriös und nicht
ohne stützende Hinweise für die Idee einer Hitzetherapie. Es bestehen ja Parallelen zwischen den beiden Viren. Also ich habe das Ganze in einem deutschsprachigen Dokument zusammengestellt. Sie können das über den QR-Code herunterladen und bilden Sie sich dann selbst eine Meinung. Ich persönlich finde diese Idee durchaus erwägenswert, vor allem im Anfangsstadium der Krankheit. Aber es kann natürlich noch weitergehen. Kommen wir jetzt zu dem schrecklichen Fall, dass Sie Corona doch erwischt hat. Also Sie sollten dann schon wissen, was Ihnen blüht, wenn Sie sich nicht schützen, wenn das Virus mal über Mund oder Nase in Ihre Lungen eingenistet ist. Dann sind Sie nicht nur infiziert und extrem ansteckend, sondern dann sind Sie akut lebensgefährdet. Hier zeige ich Ihnen an diesem Beispiel ein Computertomogramm bei einem 62-jährigen Mann. Da hat es nach den ersten Krankheitssymptomen 19 Tage gedauert, bis seine Lunge, Sie sehen es am fortschreitenden Bild, vollständig vollgeschleimt war und er letztlich 15 Tage später erstickt ist, weil kein Raum mehr zum Atmen da war. Das ist nicht rapid, das ist kein schneller Tod, sondern langsam und qualvoll. Der Mann wurde beatmet, aber es nutzte nichts. Warum? Weil zwar die Atemnot und Sauerstoffnot, aber nicht die Lungenentzündung gestoppt werden konnte. Am Schluss war alles voll. Im Endstadium von Covid-2 dringt das Virus in die Lunge ein und regt die Produktion eines grünlichen Schleims an, der die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid behindert. Es kommt erst zu Husten, dann zu Atemnot. Deswegen wird hochdosierter Sauerstoff über eine Beatmungsmaschine gegeben, in die Lunge gepresst. Aber hochdosierter Sauerstoff fördert leider auch Entzündungen. Er mobilisiert Zytokine, die Entzündungen hervorrufen. Und bei den Corona-Schwererkrankten gibt es einen sogenannten Zytokinsturm, der alles noch mehr verschlimmert. Reiner Sauerstoff ist also riskant. Nun kann man Entzündungen bekanntlich durch Cortison und sonstige Medikamente verringern, aber die blockieren wiederum das Immunsystem gegen das Virus. Daher haben sich die chinesischen Verantwortlichen bei der Beatmung von Notfällen für ein Gasgemisch aus 2/3 Wasserstoff und 1/3 Sauerstoff entschieden. Denn Wasserstoff bremst durch seinen Einfluss auf Signalmoleküle die entzündungsrelevanten Zytokine. Dadurch gewinnt der Patient mehr Zeit, um den Schleim abzuhusten und seine Immunzellen auf das Virus zu hetzen. Nanshan Song, der 84-jährige Chef der chinesischen Expertenkommission, gab das neue erfolgreiche Beatmungsverfahren in einem sensationellen Interview mit der Europäischen Lungenarztvereinigung ERS bekannt. Schon nach 2 Tagen hätten sich die Atembeschwerden erheblich verbessert. Das Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch kam viel leichter in die Alveolen der Lunge. Und während in den chinesischen Corona-Leitlinien Version 6 von dem Verfahren nur unter der Bedingung gesprochen wurde, dass ein derartiges Mischgasgerät überhaupt vorhanden ist, überraschte dann Professor Song mit der Aussage, dass dies bereits bei knapp 1000 Patienten angewandt wurde. We've been using now in nearly 1000 patients. 你感觉吸啊这个剂之后怎么感觉怎么样啊 吸了半天就感觉胸口就不痛了。不痛了。就没有那么痛，然后现在都不痛了。现在不痛了。那就以前生活都比较痛。现在是胸闷，前面这里跟后背都有点痛。然后吸了这个胸气以后就半天以后就感觉就是很多就没有痛了。哦，嗯，好，谢谢啊。 就是吸了之后来了之后这么多天，这个胸前呢没有改善，就真的用了这之后啊，这个胸前都改善了，是吗？不痛了，不痛了，不痛了。那这个机感觉怎么样？用这个机感觉还可以。有没有说觉得好像吸气会更舒服啊，更顺畅，就是更顺畅一点，是不是？对对对对对。特别是第一次用的时候。什么感觉？
Tatsächlich waren es wohl deutlich mehr. Wohlgemerkt, das ist nicht irgendein Krankenhausarzt, der das sagt. Nan Shang Song ist der Boss von allen Ärzten, die in China erfolgreich gegen Corona gekämpft haben. In China nennt man ihn jetzt ehrfürchtig den unvergleichlichen Staatsgelehrten. Das Krankenhausgerät, das in den Videos zu sehen war, stammt übrigens von der Firma Asklepios Meditech in Shanghai. Verkauft wurde das Gerät bislang nur in Fernost, wie man sieht. Aber allein für die Stadt Wuhan spendete die Firma 1000 solcher Geräte im Wert von 6.500 Euro pro Stück. 1000 weitere wurden im Rest von China an Klinikzentren verschenkt. Professor Zong, der das Ganze maßgeblich in Gang gesetzt hat, verfügte also über einen immensen Datenfundus für seine Aussagen. Und danach sind dann Atemnot, enge Gefühle in der Brust, Schmerzen in der Brust, Anzahl der Atemzüge, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung bei den Patienten mit der neuartigen Coronavirus-Pneumonie im Vergleich zu früheren Anwendungen von nur Sauerstoff signifikant verbessert. Und nebenbei bemerkt, unsere Bundesregierung hat 10.000 Beatmungsgeräte mit alter Sauerstofftechnik beim deutschen Marktführer Dräger bestellt. Die brauchen dafür aber 50% der Teile aus dem Ausland. Raten Sie mal, woher. Also so ein typisches Dräger Evita V500 kostet um die 20.000 Euro, nur mal zum Vergleich. Gut, wie funktioniert jetzt Professor Songs moderneres Konzept mit zusätzlichem Wasserstoff eigentlich? Der wichtigste Wasserstoffforscher im Westen ist der viel jüngere Amerikaner Tyler W. LeBaron, mit dem ich seit Jahren freundschaftlichen Kontakt habe. Er hat ein ausführliches Video zur wissenschaftlichen Erläuterung der chinesischen neuen Beatmungsmaßnahmen veröffentlicht. Ich zeige Ihnen hier mal einen kurzen Ausschnitt mit deutschen Untertiteln, aber Vorsicht, Tyler spricht sehr schnell. Okay, so now let's go to the inflammation, okay? During this process, we get what's called the cytokine storm. That's when we have just this huge upregulation of all these cytokines and we have tons of problems going on here, okay? So for example, interleukin-6, interleukin-4, tumor necrosis factor alpha. Well, these are regulated by other transcription factors like NF-kappa-B, NFAT, STAT1, or STAT3. These transcription factors regulate and increase the production of all of these. Well, guess what activates these? Reactive oxygen species, okay? Well, reactive oxygen species activate these guys, and guess what these guys can produce? So, hydrogen gas over here, we've actually demonstrated that hydrogen has an inhibitory role or a regulatory role in regulating these guys, which are going to regulate the actual inflammatory cytokines. So we've actually done several studies showing, colleagues and researchers, and many papers have demonstrated that hydrogen has a great anti-inflammatory effect, decreasing interleukin-6. Okay, it's a very potent pro-inflammatory cytokine. So hydrogen can regulate NFKB, NFAT. It's going to decrease these cytokines, and we're seeing in the research that hydrogen can therefore decrease, for example, lipopolysaccharide-induced hypotension, decreasing some of these other symptomology here because it's decreasing this inflammation, it's decreasing the oxidative damage, the oxidative stress that's going on. So, so to sum it all up together, this is how the virus progresses, leading to reactive oxygen species and inflammation. That's going to cause all the way to cell death, multisystem organ failure, and eventually, potentially death, right? And hydrogen gas, being a very simple, small molecule, we're showing it can help to regulate the redox status of the cell by selectively reducing the very bad guys. Okay, war vielleicht ein bisschen heftig, deswegen nochmal für Fußgänger. Das Virus hat es also in die Lunge geschafft. Der Körper reagiert mit Interleukinen, mit denen die weißen Blutkörperchen sich miteinander verständigen, wer wohin flitzen soll. Unter anderem lösen diese Signalstoffe, die man Zytokine nennt, Fieber aus. Dazu schütten Fresszellen einen weiteren Signalstoff, den TNF-Alpha,
Tumornekrosefaktor, alles sehr heftig und überschießend. Und vor allem durch den grünen Schleim, der die Lungen verstopft. Das nennt man dann einen Zytokinsturm. Verantwortlich für diese überschießende Immunantwort ist ein sogenannter Transkriptionsfaktor NF-kappa-B, der sozusagen die Krankheit für den Körper in eine Kriegserklärung übersetzt und Gene einschaltet, die für den Gegenangriff auf den Eindringling zuständig sind. Also viel NF-kappa-B bedeutet heftigere Entzündung. Einsatz von mehr Waffen und mehr Schleim. Ein weiterer Erreger von Zytokinstürmen ist NFAT, der Nuklearfaktor aktivierter T-Zellen. Beim Eindringen von Viren setzen die befallenen Zellen Interferone frei, die STAT1-3-Signalwandler aktivieren und die wiederum heizen die Interferone an. Letztlich sind diese drei Transkriptionsfaktoren der totale Krieg gegen das Virus, um den Preis der Selbstvernichtung. Und deswegen schleust man jetzt H2 ins Atemgas und damit in den Körper. Und das H2 hält die drei Unruhestifter im Zaum und lässt sie schrumpfen. Der Körper beruhigt sich und kann die vom Virus befallenen Zellen Schritt für Schritt abbauen. Dazu braucht er auch immer ausreichend Sauerstoff dazu, weil solange der Schleim noch nicht weg ist, braucht man zusätzlich mehr Sauerstoff als normal, weil das Lungenaustauschvolumen geringer ist. Daher ist ein Mischpaket aus zwei Teilen Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff genau das Richtige bei einer schweren Corona-Infektion. Nach dem derzeitigen Stand der Medizin gibt es noch kein anderes Mittel zur Behandlung von fortgeschrittenem Covid-19. Das Einzige, was helfen kann, ist dem Körper Zeit herauszuschinden, wenn Sie so wollen, Atemzeit, damit er den Zytokinsturm überlebt. Bis Ursula von der Leyen oder sonst ein Verantwortlicher in Europa einen Stempel auf die Einfuhrgenehmigung für solche modernen Klinikgeräte aus China setzen wird, da werden sicherlich noch Jahre vergehen, in denen die europäische Beatmungsgeräteindustrie mit ihren veralteten Sauerstoffkonzepten sich über fette Aufträge freuen darf. Allein die Firma Dräger hat im ersten Corona-Quartal ihre Auftragseingänge verdoppelt. Immerhin, als Heimausgabe aus China gibt es sowas bereits seit 2019 in Deutschland für unter 3000 Euro. Hier zum Beispiel. Das hat einen Ausgang für Wasserstoffgas, der 2/3 liefert, und einen für Sauerstoffgas, das 1/3 ausmacht. Das hier erzeugt nur knapp einen halben Liter von dem Mischgas pro Minute. Zu Hause hat man aber auch keine Intensivstation. Beide Gase sind praktisch 100% rein. Ich habe hier ein älteres Gerät, das ist leider ein bisschen laut im Homeoffice. Und normalerweise schnüffle ich auch nur Wasserstoff, weil ich es ja zur Vorbeugung gebrauche. Und ich habe ja zum Glück keine Atemwegsinfektion, aber ich habe einfach durch ein Y-Stück die beiden Ausgänge verbunden und jetzt habe ich das chinesische Mischgas in meiner Nase. Also so viel zum Stand der Behandlungsmethoden. Bei uns ist das noch Zukunftsmusik für die meisten. Aber niemand kann abstreiten, dass die chinesischen Maßnahmen gegen Corona erfolgreicher waren als unsere. Ja, und damit komme ich zum traurigsten Kapitel dieser Sache. Schuldige zu suchen ist ja immer das Dümmste bei einer Pandemie. Donald Trump hat als erster die Chinesen beschuldigt, die haben dann zurück beschuldigt. Und am 3. April haben die Chinesen bereits Hilfsgüter in die USA liefern müssen, weil die Todesrate in China, die lag da nur bei 2,39 Personen pro Million Einwohner. In den USA 18,47. Also die waren da schon deutlich schlechter dran, nur damit Sie die Bedeutung der Zahlen kapieren. 7,28 bedeutet, dass weltweit bis zum 3. April pro Million Einwohner 7,28 an Corona gestorben sind. Die Medien und Politiker, die quatschen uns Tag und Nacht mit der Letalitäts- oder Sterblichkeitsrate voll. Das sind aber nicht die Toten pro Bevölkerung, sondern die Toten pro Infizierter. Aber diese Zahl ist vollkommen wertlos, weil die Zahl der Infizierten gar nicht bekannt ist, sondern nur die Zahl der Getesteten. Und wer sehr viel testet, wie wir in Deutschland,
der steht damit immer öffentlich besser da, weil dann natürlich der Letalitätsquotient kleiner wird. Und so kann man Pseudofakten schwadronieren, in Talkshows gehen, von Dunkelziffern reden und die Leute verarschen. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie es wirklich heute am Ostersonntag aussieht. Wenn man nämlich die Realität ansieht, nämlich die Toten pro Million Einwohner und nicht imaginäre Dunkelziffern und manipulierbare Testraten, dann wird das Bild in den Top 10 der Corona-Versager ganz, ganz anders. 4 Landkreise meines Landes Bayern rangieren am Ostersonntag unter den weltweiten Top 10, die mehr Tote pro Million Einwohner haben. Ja? Sogar in der Katastrophenstadt Wuhan gab es weniger Tote pro Million Einwohner als in Belgien oder im Landkreis Neustadt an der Waldnaabsch. Stellen Sie sich die Schlagzeilen vor. Bayern ist Importweltmeister für Corona. Wir haben in ganz Europa offenbar ein Multistaatsversagen. Wo liegt am heutigen Tag der Weltdurchschnitt? Bei lediglich 14,82 Corona-Taten pro Toten pro Million Einwohner. Schleswig-Holstein, Berlin und Israel, die liegen ganz knapp besser als dieser Durchschnitt. Aber über dem Weltdurchschnitt liegen derzeit 56 Länder, leider auch meine Stadt München. Immerhin sind wir noch besser dran als der deutsche Durchschnitt von 34,88 und besser als Österreich mit 39,5. Aber schon der Landkreis München, also da, wo die vielen Pendler wohnen, die sich täglich in nicht desinfizierten S- und U-Bahnen und Bussen hier in die Stadt hereinquälen, da liegt man dreifach über dem Weltdurchschnitt. Im Landkreis München. Europa als Ganzes steht noch viel schlechter da. Fast 7-mal so viele Tote pro Million wie der Weltdurchschnitt. Da können nicht mal die USA mithalten. Also da möchte man doch wirklich lieber in Japan oder Russland Ostern feiern. Oder im absoluten Schlusslichtland Vietnam, wo unter fast 95 Millionen Einwohnern noch kein einziger an der Pandemie gestorben ist, obwohl es 255 Infizierte gibt. Darf ich Sie in diesem Zusammenhang vielleicht an die vorher gezeigte Folie erinnern? Okay. Verantwortung für bessere Desinfektion übernehmen, modernere Medizin fordern und fördern. Das war der Kern meiner Osterbotschaft. Schuld ist jeder Einzelne, der sich nicht selbst schützt. Trump ist nicht schuld an New York. Merkel ist nicht schuld an Baden-Württemberg. Söder ist nicht schuld an Wunsiedel. Aber natürlich bedeutet ein Ranking bei Todesraten auch Noten für die Politiker und auch für die angewandten Methoden der Medizin. Das ist meine Meinung. Protestieren Sie ruhig gegen dieses Video. Ich bin lernfähig, wenn jemand bessere Argumente hat, aber die will ich erst mal hören. Ansonsten habe ich wirklich nur noch diese Maske für ihn. Suchen Sie sich bessere Argumente, wenn Sie mich schlagen wollen. Ansonsten wünsche ich Ihnen trotzdem frohe Ostern. Saufen Sie auf gar keinen Fall in größeren Gruppen. Und liken Sie dieses Video bitte. Hasen sind vermehrungsfreudig. Anstrengend, diese Maskenträgerei. Aber wir müssen es wohl noch eine Weile tun. Bitte liken Sie dieses Video und streuen Sie es weiter. Schöne Zeit, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund.